Hallihallo, hallöle Leute, da sind wir wieder, das Endbon und der Döskop, und wir heißen euch herzlich willkommen hier an diesem schönen Sonntag zu einer schönen kleinen Runde Pokémon Infinite Fusion. Ich sehe den Xela schon im Chat, hallöchen. Wir waren gestern stehen geblieben auf der Kanto-Rundreise, nochmal durch alle Strecken durchgehen, wo wir schon mal waren, durch alle Routen durchgehen, gucken, ob wir nochmal irgendwo rüber surfen können, ob wir nochmal irgendwo Stärke irgendwo benutzen können, nochmal ein paar Items finden oder sowas. Sind wir gestern Abend noch hier auf diesem, ja, was ist das, Vertania Fluss gelandet. Und da wurde mir dann hinterher gesagt, dass jedes Mal, wenn man in diesen Fluss reingeht, besteht eine Chance, dass auf der Map, nicht im Gras, sondern auf der Map oben, ein Starter-Pokémon spawnt. Wir haben ja hier gestern Feuriegel gefangen. Ich würde hier gerne einfach nochmal durchgehen und nochmal ein paar Starter-Pokémon mitnehmen, bevor wir weiterziehen. Und dann wird der Plan sein, wie ich es gestern schon gesagt habe, dass wir nochmal... Wo müssen wir eigentlich nochmal nachgucken? Vielleicht nur auf den Routen hier zwischen Lavandia und Prismania, diese Routen. Da müssen wir nochmal gucken, ob wir nochmal irgendwo rüber surfen können. Und dann allgemein von Lavandia und Prismania runter nach Fuxania. Diese beiden Routen, ne? Und dann gehen wir nochmal in die Safari-Zone. Da müssen wir nämlich Dratini holen. Wir müssen diese Fischquest noch machen. Ne? Der Fisch, der den Angler gebissen hat. Und wir müssen diesen Tempel noch weiter erforschen gehen. Genau. Was war noch der Plan? Kannst du die Musik von Pokémon eine Stufe leiser machen? Immer noch zu laut? Immer noch zu laut? Okay. Besser so? Oder immer noch zu laut? Wir haben jetzt schon, ich weiß nicht, wie viele Folgen da schon davon gestreamt. Warum sagst du es jetzt erst? Wir haben bestimmt jetzt schon 50 Folgen drin. Oh, das ist mir jetzt zu laut. Mir ist bloß aufgefallen, dass die Bosskampfmusik manchmal echt brutal laut ist. Aber Bosskämpfe sind da relativ selten. Oh, was war das jetzt? Hier stand das Feuerriegel das letzte Mal. Ein Karnimani! Ja, das machen wir jetzt auf jeden Fall noch ein paar Mal. Wiederholen wir das. Ein paar Starter-Pokémon mitnehmen. Vielleicht will die jemand in seinen Yoto-Pokémon reinfusionieren. Wo wir da bei dem Thema sind, muss jetzt mir erstmal notieren. Wir hatten ja bis jetzt Midori, Endivia und Shigi, ne? Xela, Magbrand und Shinux. Oder Shinx, oder wie immer das Ding heißt. Madara, Despotar und Gardevoir. Jetzt kommt dazu. Hallöchen, Marok. Jetzt kommt dazu. Wie heißt das? BP, also Bad Prediction. Der wollte, ich glaube, Nidoking. Also, dass er mit Gift anfängt. Und dann Geist. Da wollte er Mistriavos. Genau. Und zwei Dratinis? Nee, ein Dratini? Ein Dratini müssen wir noch fangen für das, was war denn das? Für das Despotar, ne? Richtig, zum Tauschen. So war das. Und ich glaube, Shadow hatte auch schon irgendwas angefangen, aber noch nichts ganz entschieden, ne? Oder war das schon entschieden? War das Galada? Da brauchen wir zwei Traslas, ne? Das war's. Die wollte, glaube ich, Galade mit... Weiß ich gar nicht mehr. Weiß es gar nicht mehr. Discord-Chat, wo bist du? Blaziken, Torchic. Das können wir hier fangen, das Torchic, schätze ich mal. Und damit hätten wir 1, 2, 3, 4, 5 Pokémon schon geklärt. Fehlt da nur noch eins. Also wer noch eins nach sich benannt haben möchte und eine gute Kombi hat, die wir mit einem Element, was noch nicht vertreten ist. Schreib's mal nochmal auf die Elemente.
Dann sagt Bescheid. Wir haben jetzt nämlich... Moment. Ist das Galade als erstes fehl? Ne, Psycho, ne? Psycho. Die Elemente, die jetzt, oder die Attribute, die bis jetzt vergeben sind, sind Pflanze, Wasser, Feuer, Elektro, Stein, Fee, Gift, Geist, Psycho und Kampf. Uns fehlt noch ein Pokémon. Mit irgendwas, was da jetzt nicht genannt wurde. Ich glaube, es ist leichter aufzulisten, was noch frei ist, ne? Was ist denn noch frei? Flug ist frei, Stahl ist frei, Boden ist noch nicht dabei, Unlicht, Normal, solche Sachen. Käfer ist auch nicht dabei. Ja, könnt ihr euch mal was überlegen, ob euch noch ein was einfällt. So. Und wir fangen jetzt hier noch erstmal ein paar Starter. Doch cool. Dass es hier einfach so ein Gebiet gibt, wo einfach Starter auftauchen. Ja, damit. Oh, Sleep Powder ist fast leer. Da müssen wir nochmal kurz heilen gehen. Geht sogar einfach. Ein Namen? Einen Namen? Habt ihr einen? Normal, Flug, Boden, Käfer, Stahl, Eis, Drache, Unlicht. Die Typen sind noch frei. Ihr könnt noch ein Pokémon bauen aus diesen Typen. Und wie nennen wir den? Wadenbeißer, Knöchelbeißer, Krokodok, weiß nicht, Krokodok. Du sagst, sie können bis zu drei auftauchen, ja? Aber wo ist die Frage? Jetzt habe ich bloß eine Stelle gesehen, wo die stehen. Oder stehen die da alle auf der gleichen Stelle, nebeneinander oder so? Geh erstmal kurz die PP auffüllen. Eis und Unlicht, eine gute Kombi. Theoretisch, ja, vierfach Schwäche gegen Kampf. Aber ansonsten eigentlich ganz okay. Wie heißt das Ding? Sneebel oder sowas? Auf Englisch dann, glaube ich, die letzte Form. Auf Deutsch Sneebuna oder sowas. Und auf Englisch dann, glaube ich, Weevil. Sneasel und Weevil. Das Ding ist ja auch Unlicht und Eis. Auch ziemlich cooles Ding eigentlich. Du könntest ja das Ding quasi nochmal aufwerten, indem du das Ding nimmst und da nochmal Eis dazu klatscht. Das wäre auch lustig. Weil das ist ja so ein kleines, ja, so ein kleines, sag ich mal, mickriges Ding. Und da vielleicht irgend so ein Eiskampfkoloss dazu, der auch physisch angreift. Das würde vielleicht ganz lustig aussehen, so ein riesiges Sneebula dann. Sneebuna? Sneebula? Ich weiß nicht, wie es heißt. Weevil, auf jeden Fall. Weevil. Das wäre eine recht lustige Kombi, finde ich. Du hast am Ende die gleiche Typenkombination. Aber hast das Ding einfach mal ein bisschen gigantischer gemacht. Venomoth plus Scizor. Ist das dann Flug und Stahl? Ja, ein Flug-Pokémon wäre natürlich... Ach, Käfer und Stahl. Na gut, ein Flug-Pokémon wäre natürlich auch nicht schlecht. Haben wir hier nirgendwo eins dabei, was zumindest fliegen kann? Nee. Doch, Blaziken. Kann man Blaziken Flug beibringen? Ich weiß, Blaziken hat keine Flügel. Boah, es ist theoretisch ein Flug-Pokémon. Vielleicht kann man dem Fliegen beibringen. Stimmt, wir bekommen ja noch ein Item.
Wir bekommen ja noch ein Item, dann ist das egal. Ach, guckt mal hier. Ein Hydropi. Das finde ich voll toll, die Stelle hier. Kannst du einfach so Starter-Pokémon farmen? Hätte ich das früher gewusst? Aber gut, was heißt denn früher? Du brauchst Surfer. Und Surfer haben wir jetzt gerade erst freigeschaltet. Also sehr viel früher kannst du ja gar nicht herkommen. Wie wollen wir das Ding denn nennen? Das Ding ist Wasser und Boden, ne? Oder? Ja, Swampball dann am Ende, Wasser und Boden. Ich glaube, es ist sogar jetzt schon Wasser und Boden. Wie könnte man das Ding nennen? Sumpex? So heißt es doch normalerweise, oder? Das Swampball. Frage, was für ein Nickname könnten wir draufsetzen? Dumpfi? Dämlich eigentlich. Ja, ich brauche dann immer mal so ein bisschen auch ein paar Namen von euch. Ihr müsst mir mal ein paar Namen mitgeben, hier und da. Also den Ort des Idols kommst du jetzt schon. Aber ich weiß nicht, ob du erst eine Quest machen musst, um den Ort zu erreichen, oder direkt Zugriff hast. Uff, weiß ich auch nicht, weil ich weiß ja nicht mal, wo der Ort ist. Aber am besten erstmal nichts verraten, ne? Wir sind ja noch am Erkunden. Insomnia, das ist blöd. Können wir das Ding verletzen, ohne es zu töten? Es ist Käfer... und Flug? Käfer und Flug. Fusion! Meta-Owl. Scary Face, nee. Taylors Gesicht ist so schon scary genug. Oh, das ist jetzt die Frage, wie nennt man das Ding? Safcon mit einem Noctu? Ich weiß es echt nicht, ey. Ich glaube, ich muss langsam aufhören, jedem Team Spitznamen zu geben. Die machen am Ende teilweise keinen Sinn mehr und sind dann auch nicht mehr lustig. Team-Pokémon auf jeden Fall. Aber so random Catches aus der Wildnis kannst du nicht jedem einen Nickname geben, oder? Wo sollen denn die anderen beiden spawnen? Ich habe bis jetzt nur an der Stelle unten welche gefunden. Nur an der Stelle hier. Und hier ist gerade keins. Wo sind denn die anderen Stellen? Du meinst, eins müsste immer spawnen. Da es ja jetzt nicht an dieser einen Stelle war, müssten wir jetzt quasi dazu in der Lage sein, einen zweiten Spawn zu finden, ne? Also die Location für den zweiten Spawn.
Oder kann auch manchmal nicht spawnen. Ich sehe nämlich nichts. Kann auch einfach nicht spawnen. Meine Reihe. Und wieder? Oder muss ich das Gespawnte erstmal finden und entsorgen, bevor das nächste spawnt? If an overworld encounter spawns, a fleeing sound can be heard. Ich habe jetzt gerade das Geräusch gehört. Jetzt gerade beim Reinkommen habe ich das Geräusch gehört. Muss man halt gucken, wo es gespawnt ist. Da. Wieder ein, wieder ein, sag schon, wie heißt das? Das Krokodil. Ich hab's doch gerade. Kanimani. Wieder ein Kanimani. Soll ich das jetzt nochmal fangen? Oder jetzt einfach stehen lassen? Fange einfach. Okay, machen wir das so. Fliegende Ratte. Unsere erste fliegende Ratte haben wir im Wundertausch weggehauen, ne? Fällt mir ein, wir haben noch 3 Wundertausch-Tickets. Wir müssten mal noch 3 Wundertäusche machen. Täusche? Wundertäusche? Wundertausche? Internetprobleme? Oh fuck, nein, wirklich? Oh. Zum Kotzen. Internet ist gerade wieder aus. Mein Internet ist gerade wieder aus. Weiß nicht warum. Ist YouTube auch aus? YouTube auch aus. Wow. Ich könnte kotzen, Alter. Das kann doch nie wahr sein. Twitch ist wieder da. YouTube auch, okay. Ich hoffe, YouTube hat jetzt nicht den alten Stream unterbrochen. Kurz nachgucken. Ne, der läuft noch gut. Okay, ich bin anscheinend wieder da. Ich weiß nicht, was das war. Aber es war kurzzeitig komplett weg. Gerade für sowas bräuchte ich mal wirklich so einen Force-Swiper. Och man. Vor allem haben wir dann in Yoto überhaupt irgendein Pokémon, was gut catchen kann? Bei dem Setup, das wir jetzt gerade haben? Nicht wirklich, ne? In Divia vielleicht.
Wobei die dann leider keine Compound Eis hat. Für Sleep Powder. Aber in Divir können Pflanzen-Pokémon, die sowas wie Rankenhieb und sowas haben, können die dann auch Force Swipe haben? Das ist ja auch wie so ein. Zählt, oder? Weiß ich genau. Weil es Paras und Sichlor haben sowas. Aber Pflanzen-Pokémon? Alter, was ist denn hier los? Da ist ein Rocketball. Los. Das will sich nicht fangen lassen. Und ich habe einfach keine Möglichkeit, das Ding zu verletzen, ohne dass es stirbt. Was davor ließ sich so einfach fangen? Haben die unterschiedliche Fangraten? Oder hatte ich bloß einfach Glück gehabt? Das ist doch absoluter Bullshit. Ich schmeiß doch jetzt keinen Ultraball, oder? Ist wohl doch ein Ultraball. Gott sei Dank. Hätte ich gleich so machen sollen. Bis zum Abendbrot. Und hört man auch irgendwie, dass mehrere hier sind? Also wenn dann das Weglaufgeräusch mehrmals kommt, oder ist es einfach nur, es ist was da oder es ist nichts da? Klang jetzt nicht wie ein Wegrennen, das klang wie so ein. Das heißt, es gibt zwei von denen oder so? Oh Gott, diese Encounter-Rate hier. Völlig übertrieben, ganz ehrlich. Das sage ich aber schon das ganze Spiel über. Völlig übertrieben. The fuck. Mist. Ich dachte, der überlebt das, weil es nicht sehr effektiv war. Mew!
Ich dachte hier spawnt Starter. Aber der Typ hat ja auch gesagt, der Typ am See, im Haus, im Seehaus hat ja auch gesagt, fast schon etwas Mythisches kann hier spawnen. Mew! Okay, wer wollte Mew in seinem, Johto-Pokémon? Was kann ich denn hier überhaupt einsetzen, um das Ding zu verletzen? Gar nichts, ne? Bugbuzz ist effektiv. Hydro-Pumpe wird dann wegfetzen. Habe ich irgendein Pokémon, das sie verletzen könnte? Und die Musik ist wieder übelst laut, ne? Die Musik ist so laut! Was wäre denn nicht effektiv gegen Psycho? Ist denn nicht effektiv gegen Psycho? Kampf, aber der ist zu stark. Und Psycho selbst. Ich glaube, wenn Medusa Psychokinese macht, ist er weg. Aber wir haben ja eigentlich gespeichert, ne? Könntest du es theoretisch probieren. Oder so ein Surfer von Madara ohne Step. Oder Ancient Power ist auch nicht so stark. Vielleicht besser? Ich weiß es nicht. Alter, die Krise, Alter. Ist einfach Mew gespawnt. Metronome Explosion, das wär's. Oder der Metronom-Bug. Der Metronom-Bug, wo das Spiel einfriert. Hatten wir ja auch schon. Ah ne, das war Rocket Edition, oder? Weiß ich gar nicht mehr. War das hier? War hier. Du willst mich verarschen, oder? Seine Bäre hat ihn aufgeweckt. Und dann hat er mich eingeschläfert. Wir haben Mew! Wow. Ja, so sah das, glaube ich, in Gen 1 aus, oder? Richtig eklig, ey. Man sagt, dass ein Mew die Gene aller Pokémon besitzt. Es kann sich unsichtbar machen, damit es halt nicht von Leuten entdeckt wird, die ihm nahe kommen. Ja. New Species. Geil. Einfach mal Mew kassiert hier. Nennen wir natürlich Ditto. Klar, oder? Oder Ditto-Klon. Ditto-Klon. Da ist ja einfach mal ein Mew gespawnt. Die Krise, ey. Ist jetzt noch irgendwas dabei oder nur ein was? Nur ein was? Was ist denn in Anführungsstrichen? Ach, fuck.
Warum überlebst du nichts? Neut ist dieser Swoosh-Sound. War halt das Mio, wie es reingekommen ist, ne? Der hat ja hier gesagt, dass hier manchmal sogar was Mythisches auftauchen kann. Ne, also hier kommen seltene Pokémon. Und manchmal sogar etwas fast schon Mythisches. Würfelgrub. Almost, vor allem Almost. Ist auf jeden Fall ist das mythisch. Legendär sogar. Krass. Das könnte man das Johto-Team reinnehmen. Ich glaube, Mew ist gar nicht so overpowered von den Stats her. Mewtwo ist schon ein bisschen overpowered. Der hat ein bisschen höhere Stats. Aber ich glaube, Mew ist gar nicht so overpowered. Und das Geile an Mew ist ja, du kannst dem wirklich jede TM beibringen. Also hätte man da dann die freie Wahl, was man damit macht. Nicht mal im Wiki steht es, nur unten in den Kommentaren. Das Wiki wahrscheinlich schon ewig nicht mehr upgedatet oder so. Ich habe dich doch gefragt, ob ich Mistriavos irgendwo in Kanto fangen kann, ne? Du meintest nein. Ich habe auf einer anderen Seite gesehen, man kann es im Pokémon-Turm fangen, in Lavandia. Und ich bin der Meinung, ich habe es da sogar schon einmal gefangen. Guck jetzt mal kurz nach. Bin der Meinung, ich habe Mistriavos sogar schon. Oder die Vorform, wie auch immer die heißt. Bin der Meinung, es ist uns zumindest schon mal einmal begegnet. Ich weiß nicht, ob ich es gefangen habe. Müsste ja bei den Geister-Pokémon irgendwo in dem Bereich sein. Oder doch nicht? Ist doch. Das wäre auch was Tolles fürs Johto-Team. Drache, ne? Ich bin der Meinung, ich hatte das irgendwie, aber es kann sein, dass es doch nicht dabei war. Nee, das meinte ich nicht. Ich bin der Meinung, ich habe es einmal gesehen im Turm und vielleicht habe ich es dann außerdem gekillt. Ich glaube, es war sogar auch eine Fusion im Turm. Ich meine, das hier, ne? Ist es das? Nee. Ist es denn? Ghastly Mysterious? Nee, sowas habe ich gar nicht getauscht. Ghastly Mysterious habe ich nicht ertauscht. Wüsste jetzt zumindest nicht, wo es sein sollte. Box 4? Die Tausch-Pokémon müssten alle in Box 40 sein. Oma Lieschen. Das habe ich selbst gefangen. Gastriaus. Siehst du? Also, BP hatte sich gewünscht, Nidoqueen mit Mistriaus. Können wir dann machen. Selbst gefangen kann ich zerlegen. Siehst du? Also, spawnt es im Turm. Und das stand bei deinem Wiki nicht drin, aber auf der Seite, wo ich nachgeguckt habe, stand es drin. Ja. Alter, einfach mal so ein Mew, weißt du? Hammer. Bin ich gerade ein bisschen baff. Ob sich das jetzt lohnen würde, das Mew mit dem Blaziken, mit dem Logok. Weiß halt nicht, ob es dafür ein Sprite gibt. Geh Berliner aufessen und danach wählen. Bis gleich. Berliner essen wird länger dauern als das andere. Alles klar, bis gleich. Ich bin gespannt, was wir hier noch rausziehen aus diesem Fluss. Da war das Geräusch. Da ist wieder ein Hydropi. Einmal fange ich es noch. Dann würde ich es dann einfach ignorieren.
Und bei Startern schmeide ich jetzt einfach direkt den Ultraball und gut ist. Nochmal schnell ein paar Bälle einkaufen hinterher. Und dann können wir endlich den Rest von Kanto abfahren. Und in die Safari-Zone reinpreschen. Genug Spitznamen verteilt. Die Spawnraten. Er meint, es können 1 bis 3 spawnen. Wo stehen dann die anderen? Oder war das jetzt nicht laut genug für mehrere? Das Geräusch muss wahrscheinlich lauter sein. War das jetzt lauter? Ein Panflam! Können wir aber leider auch wieder in keiner Yoto-Fusion reinklatschen, weil wir schon Magmortar haben. Damit ist Feuer schon abgedeckt. Wobei Panflam ist ja dann am Ende auch ein Kampf. Könnte statt Logok benutzen. Wenn jemand Kampf plus irgendwas haben will, wäre das eine Option. Mew plus Panflam. Mew plus Panflam. Kannst du mir aus dem Ultraball rausspringen? Schlafend auch noch. Wie die überhaupt schlafend aus dem Ball rauskommen, ist mir schleierhaft. Fuck. Nicht passen, ne? Nee. Dann einfach nur. Move it. Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. Ach komm, hör da auf. Muss ich ja echt einen Schutz aktivieren, damit die mich in Ruhe lassen? Aktivieren. Ist immer noch nicht, ob es sich lohnt, eine Shellbell auszurüsten. Wir aktivieren. Wo ist es denn? Max Repel, oder? M? Nee. Bin ich blind? Bin ich dran vorbeigelaufen? Vorbeigeklickt. Da, Max Repel. Kein Geräusch. War das jetzt lauter? Ich weiß es nicht. Ich bin der Meinung, es war ganz normale Lautstärke. Aber hier ist nichts. Wo steht's dann? Wo könnte der jetzt rumstellen? Oder verhindert der Max-Repel den Spawn? Das wäre auch lustig. Das, aha! Hier gibt es also auch einen potenziellen Spawn. Das ist so geil, dass man hier einfach alle Starter holen kann. Das heißt alle, die es hier gibt. Sind nicht so viele.
hat mich angepinkt. Oh, mit einem Cape? Das ist ja putzig, dieses Cape. Oh ja! Super Pingu, komm zu dich gefliegt. Du musst nur an ihn Gläubin tun, dann hilft er dich bestimmt. Halten viel zu kurz. Hallo BP. Wir haben festgestellt, ich habe tatsächlich Mistriava schon. Und Nidorina ist ja auch kein Problem. Das heißt, wir können das für dich bauen. Nidoqueen plus Mistriavus. Sobald wir dann nach Yodo gehen, baue ich den natürlich. Also erstmal Kanto abschließen. Aber ja, ist machbar. Den können wir leider nicht einschläfern. Da müssen wir direkt loswerfen. Hast du gesehen, bei Palworld kommt jetzt demnächst ein großes Update. Mit neuem Content, mit neuen, einem neuen Turm, neue Fraktion halt, ein neuer Boss, neue Pelz, eine neue Insel. Also ich hatte ja gefragt wegen Valheim, aber ich würde fast eher sagen, hättest du Lust, mal wieder eine Runde Palworld zu machen? Ab dem 26. Also was ist das, in 3 Wochen oder so? Ne, 2 Wochen sogar. In knapp 2 Wochen. Und Valheim muss dann halt ein bisschen warten. Ich würde dann halt wieder bei mir einen Server aufsetzen. Und dann zock mal, halt, weiß ich nicht, wer alles noch mitmacht. Ich glaube, Madara würde mitmachen. Xela vielleicht. Du, ich. Reicht ja schon fast. Ist man sich ja schon fast im Weg auf der Map. Und dann, weiß ich nicht, könnte man dann entscheiden, ob man dann zusammen eine Base baut oder jeder für sich. Es gibt ja dann die Möglichkeit, dass man quasi in einer Gilde zusammen ist. Und dann gehört die Base halt zusammen. Kann man sich eine Base teilen. Oder wenn jeder seine eigene Gilde aufmacht, dann macht sich jeder eine eigene Base. Problem bloß damit ist halt, es gibt nur, also zumindest damals, als wir gespielt haben, ne, gab es nur begrenzt viele von diesen richtig geilen Base-Spots, wo halt übelst viele Erze und Steine und sowas zusammen sind. Daher, keine Ahnung, je mehr Leute, desto mehr Spots nimmt man sich weg. Oder ich müsste dann halt mal schauen, ob wir dann vielleicht noch ein paar Mods mit dazu klatschen können. Ich habe zum Beispiel gesehen, es gibt jetzt gerade Mods, da kannst du einfach nur Steine abbauen und dann die Steine halt in andere Sachen umwandeln. Also quasi die Steine halt in irgendeine Maschine reinklatschen, wo die zerkleinert werden, und dann kommen dann in ganz kleinen Mengen halt auch andere Erze mit raus. Und dann brauchst du halt in deiner Base nicht jedes Erz zu haben, sondern du brauchst einfach nur Steine abbauen ohne Ende, und dann produzierst du dir selber, was du brauchst in kleinen Mengen. Macht vielleicht auch Sinn, keine Ahnung. Müssen wir da mal gucken. Ob ihr für Mods seid, gegen Mods oder sonst noch was. Komm schon. Isa! Kann der nicht einschläfern? Gut. Knospe oder was? Ist hier noch was oder nur einer? Nur einer. Ich würde sagen, so 3 Viecher fangen wir noch. Und dann gucken wir mal. Ich habe vor uns ein Mew gefangen. Hier ist ein Mew gespawnt. Ach,
So, was zum Henker? Was? Wie? Da. Was? Bin ich schon wieder offline? Das Internet ist heute wieder im Arsch, ey. Ich könnte kotzen. Das Internet ist heute einfach wieder im Arsch. Ich bin schon wieder offline. Wobei, auf YouTube bin ich. Nur auf Twitch gerade nicht. Verstehe ich nicht. Ist echt schade. Frag mich, wo es die Levelbälle gab. Die sind gut. Müssen wir mal gucken, wo es die gab und da nochmal welche einkaufen. Also einen haben wir. Ich habe gesagt, drei Stück machen wir noch. Das war jetzt lauter. Könnte sein, dass jetzt mehrere da sind. Ich sehe sogar zwei nebeneinander. Chick, chick. Jetzt sind wir wieder live. Ich verstehe nicht, was heute los ist. Aber Levelbälle, müssen wir echt gucken, wo es die gibt. Die gehen viel zu gut, ey. Weiß nicht. Das hier. Spicy Chicken. Törtwig oder sowas, ne? Chelast, glaube ich. Ja, Törtwig. Kann ich wieder nicht einschläfern. Risikotackle oder so, das wäre toll. Dass er sich selbst dabei verletzt und dadurch leichter zu fangen wird. Aber mit Level 8 hat er sowas nicht. Wie könnte man das Ding nennen? Ja, am Ende fast schon sowas wie eine laufende Insel, ne? Hm. Nicht. Was Insel? Hm. Oder Samen? Keimling? Noch ist ein kleiner Keimling? Einmal würde ich noch reinkommen wollen. Also einmal mit Pokémon natürlich. Einmal mit Geräusch. Wenn ihr versteht, was ich meine. War's nicht? Nee. Das. Was ist denn das? Ein Shigi. Das nehmen wir noch mit. Und dann reicht's erstmal.
Check. Panzer. Baupanzer. Gut. Würde ich sagen, haben wir hier erstmal genug geschnappt. Würde ich jetzt anfangen, den Rest von Kanto nochmal zu inspizieren. Das heißt, anfangen. Fortführen. Wir hatten ja schon mal angefangen. Gestern. Genau.